Noch keine Entscheidung getroffen? Dann helfe ich dir. Ich werde jetzt bis 5 zählen. Nehmt mich. Sie haben nichts getan. Nehmt doch mich. 5. Ich will euch nicht verlassen. 4. Danke. Vielen Dank. Ihr habt bestimmt das Richtige getan. Vergesst nie, was er getan hat. Und dass ich euch liebe. Weg mit dem Mädchen. Erledigt sie. Das werde ich dir nie verzeihen. Gut, dann vergisst du es auch nie. Bringt meinen Bruder in seine Gemächer. Los. Gebt euch nicht die Schuld, Sir. Keiner von uns hat geahnt, wie weit sein Wahnsinn fortgeschritten war. Ich muss etwas tun. Ich kann nicht hierbleiben. Nein. Wir werden das Schloss verlassen. Dieses Königreich braucht eine Revolution. Einen neuen Anführer. Es braucht einen Helden. Schauen wir, ob ihr bereit seid. Wozu bereit? Sohn eures Vaters zu sein. Schön. Ich packe das Nötigste zusammen. Keine Zeit. Wir nehmen nichts mit. Auch keinen Pyjama? Los. Wir müssen jetzt gehen. Seid unbesorgt, Sir. Ich werde nicht von eurer Seite weichen. Ich hätte im Thronsaal etwas tun müssen. Ich hätte ihn aufhalten sollen. Damit würdet ihr nur euren Tod herbeiführen. Vielleicht hätten wir früher fortgehen sollen. Es tut mir sehr leid für die Entscheidung, die ich fällen musste, aber ich stand unter Zeitdruck und der König, unser Bruder, hätte alle umgebracht, hätte ich mich nicht entschieden. Bei Nacht sieht dieser Garten schon ziemlich unheimlich aus. Wohin gehen wir? Ich dachte, wir verlassen das Schloss. Ja, aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Elise, geliebte Elise. So früh im Spiel schon jemanden verloren. Das Einzige, was ich sagen muss, man hat noch gar keine richtige Bindung aufbauen können. Deswegen war das jetzt nicht ganz so schwer, nicht ganz so dramatisch kam es einem vor. Wir mussten uns entscheiden und natürlich haben wir uns wie eh und je für die unschuldigen Bauern entschieden und gegen diejenigen, die wir lieben. Wobei das nicht wirklich einen besseren Menschen aus uns macht, denn so oder so mussten natürlich wieder Unschuldige sterben, wenn auch diesmal nur eine statt zweien. Aber wieso müssen immer Unschuldige sterben? Immer und immer wieder. Und das durch unsere Entscheidung, das Blut klebt an unseren Händen. Die Katakomben. Es ist Zeit, Albions letztem Helden Respekt zu zollen. Dass ich diesen Ort noch einmal wiedersehe? Ihr hättet das wissen müssen. Ja, und hier haben wir jetzt auch mal einen schönen Ladebildschirm. Erledigt im Nahkampf 0. Als euer Vater starb, versprach ich ihm, euch eines Tages herzubringen. Wenn ihr alt und stark genug dafür wärt. Das ist eure Geschichte. Es ist euer Erbe. Die Welt musste lange ohne Helden auskommen. Aber ich hoffe, es wird bald einen geben. Imposant. Folgt Walter. Bevor wir folgen, ich weiß nicht genau, ob es in den Kommentaren stehen wird. Ich gehe mal ganz kurz hier über das Games for Windows Live-Menü. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Man kommt ja nicht so einfach ins Spielmenü. Ich gehe mal ganz kurz in die Spieleinstellungen und mach mal ganz kurz eben, wo war denn das hier nochmal? Ah, das war hinten, genau. Untertitel mache ich mal wieder ein. Einfach nur für euch, damit ihr euch da besser orientieren könnt. Ich glaube, das ist besser für die Let's Plays, wenn man da mitlesen kann. Unabhängig davon, ob die jetzt quer über dem Bild hängen oder nicht. Da muss ich dann später bei den Thumbnails gucken, dass ich Stellen erwische, wo keine Titel drin sind. So, annehmen. Und zurück zum Spiel. Entschuldigung, die kurze Unterbrechung. Es geht sofort weiter. Nun denn. Das Gildensiegel. Das ist der wertvollste Besitz eures Vaters. Das Gildensiegel.
Es wählt diejenigen aus, die die Kraft in sich tragen, die das Potenzial haben, Legenden zu werden. Nehmt es. Hebt das Gildensiegel auf. Und so geschah es. Sollte jetzt etwas passieren? Fiesgeräusche. Nanü, Siegesstraße. Wer seid ihr? Ich bin Theresa, Seherin des Turms. Ich führte euren Vater bei seinem größten Triumph. Aber euch steht ein noch größeres Schicksal bevor. Das Siegel ist ganz allein bei eurer Berührung erwacht. Das Schicksal Albions ruht jetzt auf euren Schultern. Vor euch liegt der Weg, der euch bestimmt ist. An seinem Ende liegt das Reich, das ihr regieren werdet. Wie allen Helden stehen euch viele Prüfungen bevor. Aber allein könnt ihr diese Tore nicht passieren. Ihr braucht Anhänger und müsst die Unterstützung der Leute suchen. Vorerst habt ihr nur die Hilfe zweier Freunde. Jasper, der euch immer dienen wird. Und Sir Walter Beck, der euer Verbündeter sein wird. Gemeinsam habt ihr den ersten Schritt auf eurer Reise unternommen. Geht durch das Tor und fordert euren Preis. Theresa, auch sie lebt noch. Und sie vergaß den dritten Verbündeten, nämlich den Hund. Gebraucht eure Gildensiegel zum Öffnen der Kiste. Ich weiß noch nicht genau, muss ich mich da jetzt draufstellen? Nein? Einfach hier öffnen? Einfach öffnen. Und es erscheint eine Statue von uns. Offenbar wird jeder Abschnitt des Spiels mit einem Abbild unserer selbst festgehalten. Lesen. Heldensockel gronk.de, was übrigens mein Xbox-Handle ist. Das, ist ja ein Traum. Also in diesem Fall Windows-Handle, Windows, Games for Windows Live. Ist sehr rollenspieltechnisch in diesem Falle. Feuerballzauber. Der Feuerballzauber verbrennt eure Ziele und wirft sie zurück. Kostenpunkt, ein Gildensiegel. Das heißt, wir leveln jetzt nicht mehr über Erfahrungspunkte, sondern tatsächlich über Gildensiegel. Das wurde jetzt aber geändert. Da bin ich mal gespannt, ob wir trotzdem noch Bogen und alles erlernen können. Und ich nehme mir das Feuer. Ihr habt große Macht in euch. Euch fehlen nur die Mittel, sie freizusetzen. Nehmt dies. Ich nehme. Der Handschuh wird die Magie in euch bündeln. Nutzt ihn bei dem Grab im Mausoleum. Und der Weg aus dem Schloss wird sich für euch öffnen. Kehrt zurück, wenn ihr genug Anhänger gesammelt habt, um das nächste Tor zu erreichen. Jetzt geht. Walter und Jasper folgen euch, wohin ihr auch geht. Und eines Tages vielleicht auch der Rest Albions. Betretet das Portal. Und die Straße da hinten sollen wir also im Laufe des Spiels abwandern. Und nach müssen wir alle Kisten öffnen, um die Tore zu öffnen. Ich weiß noch nicht genau, wie das dann vonstatten geht. Und wir verlassen die Siegesstraße und kehren zurück in die Realität. Und? Fühlt ihr euch jetzt anders? Ich weiß nicht. Versucht es mit einem Zauber. Das ist der einzige Weg, wie wir hier rauskommen. Das erwähntet ihr möglicherweise schon. Sollte ich es verraten? Was denn verraten? Drückt B, um einen Zauber zu wirken. Dann drücke ich B. Es hat funktioniert! Ihr seid ein Held. Das habe ich niemals bezweifelt. Also, ich natürlich auch nicht. Trotzdem, es hat funktioniert. Entkommt durch die unterirdischen Tunnel aus dem Schloss. Ein bisschen eng, oder?
und dunkel. Ihr hattet es noch nie mit engen Räumen, oder, Sir Walter? Ich hätte es auch nie damit, mir ins Auge stechen oder mich enthaupten zu lassen. Na und? Oh je, da habe ich einen Nerv getroffen. Wie wäre es, wenn ich den Butler am Kopf treffe? Wo kommen wir denn hier hin? Ah, das ist doch besser. Groß, geräumig, ausreichend Sauerstoff. Genauso wie ein Fluchtweg aus dem Schloss sein sollte. Das hier ist der Fluchtweg aus dem Schloss? Erstmal sind da oben riesige Löcher in der Oberfläche. Und zweitens mal, hier müssen noch Leute wohnen, wenn das eine riesige Höhle ist. Das kann doch nicht versteckt bleiben, sowas. Das ist doch nicht unauffällig. Was ist eigentlich genau unser Plan? Abgesehen von unserem Auszug aus dem Schloss, den ich selbstverständlich unterstütze. Nun ja, wir müssen Logan aufhalten. Wie soll ich das tun? Ich bin zwar ein Held, aber ich bin ganz allein. Oh Gott. Genau. Und deshalb brauchen wir Verbündete. Viele Verbündete. Wenn ihr beweist, wer ihr seid, werden euch die Leute folgen. Und viele werden auch kämpfen wollen. Aber sie brauchen einen Anführer. Jemand, an den sie glauben. Fledermäuse, braucht eine Revolution. Tja, junger Held. Das ist eure Chance zu zeigen, was in euch steckt. Drücke B, um die Fledermäuse mit dem Zauber anzugreifen. Also hier. Setzt den Zauber gegen sie ein. Ja, das mache ich doch gerade. Guck doch mal hin. Toll. Habt ihr es gesehen, Jasper? Habt ihr es gesehen? Ja, euer Vater wäre sehr stolz, Sir. Ich bin's jedenfalls. Kommt. Und auf euch bin ich auch stolz. Nie habe ich ein so elegantes Kauern gesehen. Das ist nur eine Frage der Hygiene. Fledermäuse sind ekelhaft. Wie auch immer. Das war ein erster Beweis eurer Fähigkeiten. Ihr seid der Anführer, der dem Land die Revolution bringen wird. Bin ich das? Fledermäuse sind nur der Anführer. Ach so, dann bin ich ja beruhigt. Ach, sind die Fledermäuse eklig? Die sind eigentlich relativ süß, muss man mal sagen. Sondern Guano ist vielleicht ein bisschen eklig. Das ist dann Fledermaus-Kacke. Das heißt wirklich so, nur mal so am Rande erwähnt. Wir müssen da lang, also... Wo geht's denn da hin? Diese Tür kann mit Goldschlüsseln aufgeschlossen werden. Wir werden später noch Goldschlüssel brauchen. So, so. Nicht nur Silberschlüssel, sondern auch Gold diesmal. Man darf gespannt sein. Und wer lässt hier unten auf dem Fluchtweg eigentlich die Fackeln brennen? Frage ich mich. Wenn schon Ewigkeiten, wenn nur Helden hier reinkommen. Ich meine, wir kamen nur mit der Magie hier rein. Magie können nur Helden benutzen. Wir sind ein Held, der sagt, ich bin zwar ein Held, aber... Der von sich behauptet, ein Held zu sein, obwohl eigentlich nur ein Würstchen ist bisher. Und wer kümmert sich hier um die Fackeln? Das ist die Frage. Gibt es hier eine Art Heldenhausmeister? Mehr Fledermäuse! Macht euch Magie bereit! Natürlich, macht euch Magie bereit! So, dann wollen wir mal. Oh. Nehmt den Zauber! Ja, ich hab den Zauber doch genommen. Ich mache mal flächendeckend und ich bleibe bei euch. Wieso müssen wir die eigentlich alle umbringen? Die sind süß. So. Beeindruckende Vorstellung, Sir. Unfassbar, dass ich heute Morgen noch eure königlichen Kleider zurechtgelegt habe. Jetzt bin ich Monsterfutter. Ihr gewöhnt euch daran. Ach ja, wo kommen wir denn hier hin? Haltet euch jetzt lieber die Nase zu. Das ist die Kanalisation von Bowerstone. In Ordnung. Das ist ja sehr beruhigend. Wo kommen wir hier hin? Nirgendwo hin. Man sieht, die Grafik wurde natürlich noch ein bisschen aufgebohrt und jetzt ist die PC-Version, die kann man in Full HD spielen. Ich wollte es eigentlich in 2K aufnehmen. Och, nö. Noch mehr Fledermäuse. Wo sind denn die beiden denn? Hallo? Erledigt noch ein paar Fledermäuse. Hallo? Wo sind die beiden hin? Hallo?
Was machen die da? Ich frag gar nicht. Ich gehe mal lieber die Fledermäuse erledigen. Sonst macht's ja eh wieder keiner. Der Walter ist ein Superkämpfer. So, Nummer 1. Nee, doch nicht. Ich wäre ihm sehr zugetan, wenn auch mal... Alter, der trifft hier immer nur die Fackel. Jetzt ist die eine... So. Den Zauber habt ihr inzwischen gut drauf. Wollen wir weiter? Sehr gerne. Und wie es aussieht, die Erfahrungspunkte füllen jetzt die Gildensiegel. Ah, was für ein Gestank. Wir müssen in der Nähe vom Bowerstone-Industriegebiet sein. Vermutlich. Nicht gerade der sicherste Ort für uns. Aber wir sollten aus der Stadt herauskommen, sobald wir an der Oberfläche sind. Na, da bin ich mal gespannt. Hier sieht's einfach nur stinkerig aus überall. Huch. Es laggt ein bisschen hier unten. Das soll vermehrt auch in Städten aufkommen. Oder wenn es regnet. Eieieiei. Wo bleiben die denn nun? Nicht ganz. Was ist das? Ich glaube, es ist ein Kallistor. Das ist eine Art magisches Transportsystem für Helden. Und ich habe geglaubt, es gibt keine Kallistore mehr. Anscheinend gibt es mindestens noch eins. Euer Vater muss es hier für den Fall der Fälle postiert haben. Das ist dasselbe Symbol, das wir bei der Gruft gesehen haben. Ob es wohl genauso aktiviert wird? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ihr wisst, wie es geht. Natürlich wissen wir das. Der Hund legt sich immer sofort hin. Drückt B, um einen Zauber zu wirken. Vielen Dank, da wäre ich nie drauf gekommen. Und aktivieren! Eine Person, hochbeamen bitte. Mann, wir sind ja drei. Und wo ist der Hund? Wo sind wir hier? Es ist der Unterschlupf eures Vaters. Er hat davon erzählt, aber ich hätte nie gedacht, dass er wirklich existiert. Das ist ja unglaublich. Jasper, dieses Buch, da steckt ein Zettel mit eurem Namen drin. Das kann nicht sein. Für Jasper? Das ist schon möglich, aber es kann eigentlich nur ein Zufall sein. Oh, seid nicht blöd. Der alte König muss es für euch dagelassen haben. Wie heißt es? Das Buch der Helden. Außergewöhnlich. Hilft es uns, hier rauszukommen? Das ist wirklich überaus bemerkenswert. Alles, was wir nur über Helden und diesen Ort wissen möchten, steht hier auf diesen Seiten. Und was steht da? Na? Diese Karte ist eine Art Reisemechanik. Wählt einfach, wohin ihr reisen möchtet, und sie bringt euch dorthin. Fantastisch. Gut. Benutzen wir sie. Wir haben später noch genug Zeit, diesen Ort zu erforschen. Jetzt liegt eine größere Aufgabe vor uns. Aber wie soll ich das anstellen? Zuerst gehen wir ins Gebirge von Mistpeak. Die Leute dort wären großartige Verbündete. Sie werden ihre Treue nicht einfach anbieten, aber sie hassen Logan. Und wenn sie jemand überzeugen kann, dann ist es ein Held. Sehr schön. Ich werde mich mit diesem Unterschlupf einmal näher auseinandersetzen. Es wird uns zweifellos noch nützlich sein. Alles klar. Sucht Mistpeak auf der Karte. Mal sehen, ob das Buch uns die Wahrheit sagt. Interagiert mit dem Karten... Was macht denn der gerade? Rollt er mit den Augen? Ich dachte gerade, der geht in Trance. Wäre es nicht auch wichtiger, wenn wir hier erstmal umgucken, was das für Zimmerchen sind, ob die uns nicht helfen können bei unserer Mission? Ich meine... Und wie kommt der Hundekorb dahin? Hm. Und sind wir eigentlich in Fable 2? Hatten wir ja die Weissagung, dass unser Sohn König von Albion wird. Ist Logan jetzt der Sohn des Spielers aus Fable 2 oder sind wir es? Oh, ihr könnt ruhig lernen, wie man die Karte benutzt. Ich führe gerade Monologe, vielen Dank für deine Rücksicht. Oder sind wir es und werden später auch wieder König wie in Fable 2? Momentan sind wir noch ein junger Pöks, das heißt, wir sind ja momentan alles andere als König. Aber, wie man sieht, die Welt liegt bereits vor uns.
Jetzt ist nur die Frage, wir sind hier immer noch im Tutorial, ne? Wir lernen immer noch, wie man das Spiel spielt, scheint es mir. Und wir benutzen einfach mal die Karte. Das scheint das Vagabundenlager in Mistpeak zu sein, genau da. Hm. Wählt es als euren Zielort aus und ihr werdet dorthin gebracht. Ganz einfach. Sieht ein bisschen aus wie Gallien hier auf der Karte. Ah, hier gibt's überall, Alter, wie viele Dörfer es hier gibt, guck mal. Also es sind wahrscheinlich nicht alles Dörfer, das sind wahrscheinlich auch Locations und sowas. Ich frage mich, ob wir die alle besuchen können dann. Da haben wir ein bisschen was zu tun. Vagabundenlager, da machen wir die schnelle Reise und legen los. Ladebildschirm, natürlich. Scheidungen, wir haben jetzt noch keine Scheidung hingelegt, Gott sei Dank. Ah, oh, Schnee. Oh, wie schön. Geschafft! Ich hatte vergessen, wie kalt das hier ist. Oh, ist das schön. Kommt. Die Leute hier nennen sich Vagabunden. Sie sind zäh. Sie sind loyal. Und, wie ich vorhin bereits sagte, sie hassen Logan. Oh, sieht das schön aus hier. Ja, es sieht vielleicht nach wenig aus. Aber hier beginnt die Revolution. Dazu hat Logan sie gemacht. Er hat die Kontrolle über die Berge übernommen und begonnen, die Wälder zu zerstören. Ich wusste, dass sie wenig Nahrung finden, aber nicht, dass es so schlimm ist. Oh weh, oh weh, oh weh, die armen Menschen. Ich halte das nicht mehr aus. Hm. Natürlich auch Kinder. Ich gebe dir meine Puppe für etwas zu essen. Sie ist echt gut. Sie heißt Sadie. Kleines Mädchen, ich habe leider nichts. Papi sagt, wir haben nichts zu essen. Aber ich bin so hungrig. Ich habe leider nur heißen Atem. Sabine sollte etwas unternehmen, sonst sind wir bald erledigt. Hui, das gab XP? Wir brauchen nur wenig. Nur um zu überleben. Ach Mann. Ich hab leider nichts. Das tut mir so leid. Ich habe Hunger. Ach, Kleines. Aus der Stadt, aus Bowerstone, oder? Ach, Kleines, ich hab leider gar nichts. Ich bin ohne Mittel aufgebrochen. Und bin gerade dem Tode entronnen. Aber ich verspreche dir, kleines Fräulein, ich verspreche dir... Woher kommst du? Woher kommst du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Ich verspreche, ich komme wieder. Sabine sollte etwas unternehmen, sonst sind wir bald erledigt. Ich verhungere. Der König verbietet uns die Jagd. Der Mann, den wir überzeugen müssen, heißt Sabine. Alt und stolz, aber ein guter Anführer. Er wird nicht so schnell Treue schwören, schon gar nicht einem Prinzen. Ich spreche lieber zuerst allein mit ihm. Ihr solltet euch vielleicht neue Kleider besorgen, während ich mit Sabine rede. Etwas weniger Majestätisches. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Ich habe nur wenig Gold, aber es sollte reichen. Und vielleicht könnt ihr den Rest unter den Leuten verteilen. Sie brauchen es dringender. Wo bekomme ich Kleidung? Oh, keine Sorge. Ihr findet schon jemanden, der Geld von euch nimmt. Und jetzt wünscht mir Glück. Kauft angemessene Kleidung. Wenn ich stark genug wäre. Ich verhungere allmählich, wie alle anderen. Helft uns bitte. Oh, ihr guten Menschen. Es ist schlimm. So schlimm. All dies werden wir ändern. Vielleicht nicht heute. Ich halte das nicht mehr aus. Doch bald schon. Und in der nächsten Folge kaufen wir uns Kleider und spenden dem armen Mädchen. Kleine Jo, ich hab dich nicht vergessen. Bitte, Sir, ich hab Hunger. In der nächsten Folge spenden wir. Ach Mann, ach Mann, ach Mann, das arme Dorf. Und die Leute laufen einem hinterher und alle haben nichts zu essen. Und dann hängst du da als Prinz, kommst gerade aus diesem Riesenschloss und willst eigentlich allen was spenden. Aber du hast ja selber nichts, außer, man muss es sagen, unverschämt teuren Klamotten am Leibe. Von den feinen Leuten, vielleicht können wir die verscheuern und dann den Leuten was zu essen kaufen. Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein und tschüss.